Der Kauf einer Mehrfahrtenkarte mit 6 Stempelfeldern ist die ideale Lösung, wenn Sie eine bestimmte Strecke häufiger zurücklegen. Sie bietet einen Rabatt von 8% gegenüber dem Einzelkauf. Bevor Sie Ihre erste Mehrfahrtenkarte kaufen, sollten Sie im Menü Einstellungen durch die Eingabe Ihrer Mobiltelefonnummer alle künftigen Käufe von Mehrfahrtenkarten sichern. Geben Sie den per SMS erhaltenen Code ein. Bei Verlust Ihres Mobiltelefons lassen sich so Ihre Mehrfahrtenkarten wiederherstellen. Wählen Sie im Menü Kaufen die Schaltfläche Mehrfahrtenkarte. Ändern Sie, wenn nötig, den Abfahrtsort und wählen Sie über das Suchfeld den Zielort. Führen mehrere Fahrstrecken zum Zielort, müssen Sie Ihre Verbindung aus einer Liste auswählen. Wählen Sie nun den Tarif und die Klasse. Wenn Sie Ihre Mehrfahrtenkarte als Multitageskarte lösen, genügt einmal abstempeln, um die Strecke am Entwertungstag in beide Richtungen unbeschränkt häufig zu fahren. Damit Sie Ihre Mehrfahrtenkarte entwerten können, muss die aktuelle Haltestelle hinterlegt sein. Entwerten Sie Ihre Mehrfahrtenkarte im Bereich Entwerten vor Ihrer Fahrt. Im Bereich Einstellungen können Sie das Abspielen des bekannten Entwertungstones ein- oder ausstellen. Durch mehrmaliges Entwerten können Sie Ihre Mehrfahrtenkarte für zusätzliche Fahrgäste nutzen. Eine Halbtags-Mehrfahrtenkarte kann durch zweifaches Entwerten für Personen ohne entsprechende Vergünstigung genutzt werden. Ihre Mehrfahrtenkarte ist unpersönlich und lässt sich mittels der Menübefehle Senden und Empfangen auf andere Personen übertragen. Dies funktioniert nur, wenn die Mehrfahrtenkarte nicht zeitgleich genutzt wird.